Was dann Thema? Das Thema Sirenen. Und zwar nicht der Gesang der Sirenen, sondern das Schweigen der Sirenen. Das heißt also der abwesende Gesang, der abwesende Mythos, eigentümliche Wesen, halb Vogel, halb Frauen, die allerdings, anders als bei Homer, in einer ganz spezifischen Weise nicht singen, sondern den Schnabel halten. Und wenn du das mal liest, also das Schweigen der Sirenen von Franz Kafka. Du hast es ausgesucht. Das geht Folgendermaßen. folgendermaßen. Das Schweigen der Sirenen. Beweis dessen, dass auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können. Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der ganzen Welt bekannt, dass dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Aber dachte Odysseus Odysseus nicht, nicht, obwohl obwohl er er davon davon vielleicht vielleicht gehört gehört hatte. hatte. Er Er vertraute vertraute vollständig vollständig der der Handvoll Handvoll Wachs Wachs und und dem dem Gebindeketten Gebindeketten und und in in unschuldiger unschuldiger Freude Freude über über seine seine Mittelchen Mittelchen fuhr fuhr er er den den Sirenen Sirenen entgegen. entgegen. Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ihrem Schweigen gewiss nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden, alles fortreißenden Überhebung, kann nichts Irdisches widerstehen. Tatsächlich sangen, Tatsächlich als sangen, als Odysseus Odysseus kam, kam, die die gewaltigen gewaltigen Sängerinnen Sängerinnen nicht, nicht, sei sei es, es, dass dass sie sie glaubten, glaubten, diesem diesem Gegner Gegner könne könne nur nur noch noch das das Schweigen Schweigen beikommen, beikommen, sei sei es, es, dass dass der der Anblick Anblick der der Glückseligkeit Glückseligkeit im im Gesicht Gesicht des des Odysseus, Odysseus, der der an an nichts nichts anderes anderes als als an an Wachs Wachs und und Ketten Ketten dachte, dachte, sie sie allen allen Gesang Gesang vergessen vergessen ließ. ließ. Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht, er glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die sie ungehört, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wusste er nichts mehr von ihnen. Sie aber, schöner als jemals, streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar offen, im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen. Hätten die Sirenen Bewusstsein, sie wären damals vernichtet worden. So aber blieben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen. Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, war so listenreich, war ein solcher Fuchs, dass selbst die Schicksalsgöttin nicht in sein Innerstes dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, dass die Sirenen schweigen, und er hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang nur gewissermaßen als Schild entgegengehalten. Das ist ja eine Szene, die Begegnung von Odysseus und den Sirenen, die nicht nur bei Homer eine Rolle spielt, sondern in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer die Schlüsselszene bildet. Ja,
bei Adorno und Horkheimer. Bitte? Ja, ja. Ja, bei Adorno und Horkheimer ist Odysseus gewissermaßen ein erster aufgeklärter Bürger. Er ist ein erster Vertreter des später modernen Bürgertums und damit natürlich auch irgendwie ein Vertreter der instrumentellen Vernunft. Das heißt, Odysseus verschließt bei Homer den Gefährten die Ohren, die rudern für ihn, die segeln für ihn, sie sind sozusagen seine Instrumente. Und er selbst lässt sich an den Mast ketten, ist fasziniert von diesem Gesang und ist vielleicht einer der Ersten, der tatsächlich so etwas wie die Herrschaft des Menschen über sich selbst repräsentiert. Und das heißt, er ist ein, wenn man so will, Musikkonsument. Er ist ein Musikkonsument, das heißt, er ist fasziniert diesem Gesang hingegeben, am Mast festgebunden, wie ein Theater- oder Opernzuschauer auf seinem Sitz festgebunden ist. Er konsumiert, er ist fasziniert, allerdings lässt er sich zu nichts weiterem hinreißen. Das, glaube ich, ist die Erzählung, die mehr oder weniger auch bei Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung auftaucht. Was? Keine Fesselung? Des Odysseus höre ich nichts von, ja? Nicht, er braucht keinen Wachs in den Ohren, um das Schweigen der Sirenen zu erfahren. Ja, also das ist, glaube ich, das große Problem bei Kafka. Wie kann das Schweigen der Sirenen verführerischer sein als ihr Gesang? Und da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Typen von Odysseus. Der eine, man könnte das sagen, ist siegreich durch Naivität und Tölpelhaftigkeit. Er ist sozusagen ein antiker Parsival. Unschuldig, naiv, wenig beweglich im Kopf, denn er glaubt, diesen Gesang zu sehen. Er sieht die Sirenen, er sieht, wie die Sirenen sich winden, glaubt, diesen Gesang zu sehen. Und wenn man so will, ist er siegreich durch sein Nichtwissen, siegreich durch Stupidität. Finde ich verblüffend, ja, um jetzt die Frage in unsere Gegenwart, ja, also dialektische zu wenden. Dialektische Aufklärung ist 1947 veröffentlicht. 2021 sitzen wir hier. Und ich würde gerne mit dir lesen, Sirenen brennen sich in Ohren ein. Alexander, das würde ich auch gerne tun. Ich muss nur noch etwas zu Odysseus bei Kafka hinzufügen, wenn du das erlaubst. Das dauert nur eine oder zwei Minuten. Und ich glaube, es ist wichtig, das nochmal hervorzuheben. Denn es gibt einen zweiten Odysseus bei Kafka. Der ist ein solcher Fuchs, der ist, wenn man so will, mit einer übermenschlichen List ausgestattet. Er überlistet nämlich bereits im Jahr 1917 die Dialektik der Aufklärung von 1947. Und das heißt, dieser Odysseus, der weiß, dass der Gesang und dass der Mythos nicht mehr existiert. Und er weiß, dass gerade dieser abwesende Mythos die Leute dazu verführt, diesen Mythos und diesen Gesang zu suchen und ihm zu verfallen. Das heißt also, so eine Art Glücksversprechen im nicht mehr existierenden Mythos zu erkennen. Er tut also, und das ist die List bei Kafka, er tut also so, als ob der Mythos noch da wäre. Er überhört gewissermaßen das Schweigen des Mythos. Und dann, und das ist der Schluss daraus, muss man nicht mehr nach dem Mythos streben. Dann erzeugt dieser Mythos keinen Phantomschmerz mehr. Und dann kann man, wenn man so will, zwischen Mythos und Aufklärung hindurchsteuern in ein befreites irdisches Leben. Das, glaube ich, hatte Kafka anvisiert. Aber das finde ich hochinteressant, was du sagst. Das erinnert mich an den Tantaliden-Mythos. Tantalos ist ein überheblicher Unternehmer, ein Titan. Ja? Er will beweisen, dass die Götter ihn nicht durchschauen und opfert, setzt ihn seinen eigenen Sohn, ja, zum Fraße vor. Als Speise vor. Also was übrigens Abraham mit seinem Sohn ja auch mindestens versucht, ehe ihn der Engel hindert. Und dann gibt es eine Wandergeschichte, dass der Pelops, der Sohn des Tantalus, der übrigens bestraft wird, bitter bestraft wird, ewig
nach Wasser zu dürsten, das ihm entweicht, eben ewig nach Früchten zu greifen, die vor ihm verschwinden. Ja? Also er wird mit seiner Gier und der Unerfüllbarkeit seiner Gier bestraft. Und jetzt kommt eine Generationsfolge über Pelops, noch viele andere, bis Agamemnon, ja, der seine Tochter opfert, als Schlachtross, ja, aufschneidet wie ein Atom, damit die Überfahrt dieser Seeräuber, der Griechen, nach Troja gelingt, dass man viel Beute kriegt. Ja. Und das dulden die Götter alles nicht. Und sie senden eine Wolke über das Geschehen und entführen aus dieser Wolke die Iphigenie auf die Krim. Und jetzt gibt es noch furchtbare Bluttaten. Der Agamemnon beispielsweise wird in seinem Bad nach Rückkehr von Troja erschlagen und das Blut fließt bis zum Eingang. Und Ernst Jünger behauptet, daraus entstand der rote Teppich, auf dem noch heute die Herrschaften bei Staatsbesuchen einmarschieren. Die Klytämnestra, ja, die Frau, die ihn ermordet, ja, wird von ihrem Sohn umgebracht. Also es sind schreckliche Geschichten und man will eigentlich sagen, das muss irgendwie aufhören. Und jetzt haben wir eine Iphigenie und ich glaube nicht, dass sie in der Gluckschen und Goetheschen Fassung aus Edelmut, ja, eine solche lange Tradition beenden kann. Ich bin aber überzeugt, dass durch Schusseligkeit, durch Vergesslichkeit Iphigenie die verbrecherische Tradition abhanden kommt. Ja? Das ist ein Glücksfall. Aus Ungeschick gut zu sein, ist viel wahrscheinlicher, ja, als aus Absicht. Und das entdeckt sich jetzt hier, ja, mit deiner Freude, ja, am Schweigen, das sie reden, oder dieser Geschichte, dieser kafkaschen, witzigen, grotesken, eulenspiegelhaften, schwägartigen, ja, also für ganz für Kafka untypischen, ja, Perspektive. Scheint mir ein wichtiger kooperativer Ansatz, ja, nicht, den Zufall, das Ungenügen, den Irrtum einzubeziehen, ja, in die Tugend. Ja. Und, wenn man das hinzufügen darf, den Fluch unterbrechen. Ja. Und das heißt, es muss für diese Form der Überlieferung eine Haltebedingung geben. Es muss Leute geben, die die Aktionsketten unterbrechen und die beispielsweise sagen, lass uns an dieser Stelle aufhören zu handeln und eher ins Verhandeln übertreten. Und beispielsweise die Sache zunächst einmal zu klären, bevor sich dieser Fluch weiterhin blind vorsetzt. Das passierte dann auch. Orest, der Letzte aus diesem Atridengeschlecht, der wird dann tatsächlich an einer bestimmten Stelle angehalten. Er wird von Athene angehalten und alle Beteiligten werden darauf verpflichtet, ihre Geschichte erst einmal zu erzählen und dann einen Schluss daraus zu ziehen. Finde ich großartig. Und ich stelle mir vor, dass dem Sänger, ja, des Orest, ja, in der Mitte der Oper den Kloß im Halse stecken bleibt. Er kann nicht weiter singen. Ja? Wir gehen essen. Ja? Ich lerne jemanden kennen. Ja, jetzt sind 17, das war ein Schweizer, ja, ich bin eine Frau, ja, ja. Und jetzt sind 17 Enkel in Schweizer Staatsbürgerschaft vorhanden, ja, durch ohne Unterbrechung der Oper, kein Beischlaf, keine Folgen und so etwas kann den Zeitpfeil, ja, drehen, ja. Den Zeitpfeil drehen und glaube ich, ganz wichtig, den Schicksalsautomaten anhalten. Also das heißt, es geht darum, eine Maschine namens Schicksal auszuschalten. Und in mancherlei Konstellationen ist das Ausschalten eine viel intelligentere Lösung oder Operation als das Einschalten. Hier geht es wirklich um das Ausschalten, Maschinen zum Stoppen zu bringen. Ich finde, das wäre eigentlich ein guter Schlusspunkt. Ja? Und wir bräuchten die andere Perspektive, die wir beide ausgearbeitet haben. Ja? Nämlich, dass man heute sagen könnte, was sind eigentlich die Sirenen? Fragen könnte, was sind die Sirenen? Und in der Wartezeit, ja, haben wir uns ja schon darüber verständigt, das wären unter Umständen diese neuen intelligenten digitalen Medien, die das, was Menschen möchten, schneller verstehen als die Menschen selber. Ja? Also die Big Five, ja, Amazon und so weiter, haben da Techniken entwickelt. Ja? Und ich bin nicht sicher, dass es nicht Menschen gelingen kann, mithilfe der technischen Intelligenz
ja, so etwas auch zu bewirken und uns gewissermaßen das, was wir wünschen, eigentlich unsere subjektive Identität gegenüberzustellen, dass wir sie, obwohl wir sie eigentlich haben, nochmal kaufen, ja, als Fremdes. Ja. Das wäre, also die Idee würde Marx entzücken. Ja, nicht? Und 68, Jochen, also Kral beispielsweise, Hans-Jürgen Kral, ja, den könnte man eine ganze Silvesternacht damit unterhalten, ja, das jetzt im Einzelnen auszuführen. Ja. Da würdest du ja zustimmen. Ich würde sofort zustimmen und frage dich, ob wir denn diese Sirenen im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit noch lesen? Oder was immer du willst. Lieber Josef, ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, entweder über Zoom oder real, ja. Und wir werden weiterschreiben, ja. Und das Ganze im Narrativ, ja, ist, Sie können mir das bestätigen, ja, so beweglich, ja. Die gesamte Grammatik, ja, die wir uns in unseren Köpfen vorstellen können, die gibt es in der Realität nochmals. Die Realitäten sind eine große Erzählerin, so wie man sie nicht aktuell bloß betrachtet, sondern mit ihrem ganzen Rhizom, mit ihrem ganzen Wurzelwerk über die Zeiten hinweg. Ja? Und ich muss sagen, der Konjunktiv, der wird ja nicht so häufig gebraucht, wird mehr umschrieben. Aber das ist die Möglichkeitsform. Und die Griechen hatten in der Antike den Optativ, die Wunschform, die wir heute nur umschreiben können. Ja, aber sie können eine ganze Konjugation, ja, damit machen. Und die Basken, das sind Abkömmlinge der ursprünglichen Jäger- und Sammlervölker, bevor die Invasion der Blauäugigen aus Afrika kam. Ja, und hier uns sozusagen überschwemmte, die haben den Ergativ entwickelt. Also sie können alles anders konjugieren und deklinieren, wenn es mit Arbeit zu tun hat, als wenn es mit Muse zu tun hat. Ja? Wie soll so ein Baske verstanden werden von einem Bürokraten in Madrid? Ja? Also ich finde, dass wir eigentlich in der langen Zeit, in der wir Menschen wurden, das stimmt doch überein mit deinen Betrachtungen, ja, nicht? Unglaublich komplex geworden sind in der Sprache, ein Suchgerät der besonderen Art, wie eine Wünschelroute. Ja? Und da alle Wünschelrouten, die der Mathematik, die der Musik, die der Sprache selbst, ja, die der Tastgefühle, also wie man eine Schraube befestigt, kann ich ja sprachlich gar nicht darstellen, ja. Wenn die sitzt, passt, wackelt und hat Luft besitzt, ja, dann müsste ich 600 Seiten Text schreiben, um das genau zu beschreiben. Ja. Aber ein Chinese, der nicht Nordrhein-Westfälisch kann, und ein nordrhein-westfälischer Schlosser können sich durch Schrauben darüber verständigen. Also es gibt eine Vielfalt von Sprachen, nicht nur die babylonischen. Ja. Das würde doch sozusagen eine positive Direktion enthalten, oder? Ja. Ja. Ich bin jetzt ausgeufert und verführt von dir, ja, nicht? Und wir arbeiten ja schon lange zusammen, ja, und meist kommen Geschichten raus, ja. Er hat auch schon mal einen Sekretär aus dem 18. Jahrhundert gespielt, also das Diskutieren in den Sendungen satt hatten, ja, hat er mal so einen richtigen Kameralisten, ja, gespielt. Und die nächste Rolle von ihm ist der Baron, na, wie heißt er, der Lissabon wieder aufbaute. Ach, nach dem Erdbeben. Ne? Nach dem Erdbeben, ja. Naja, das ist das Gedächtnis. Muss der Baron wissen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt so etwas. Und davon ist Josef Vogel mal ausgegangen, vom Studium der Archive, vom Studium der Kameralistik, also der praktischen Aufklärung, ja, und so weiter. Und inzwischen beschreibt er Gespenster, ja, des Kapitalismus und vieles andere. Ja. Ich bedanke mich sehr bei dir, ja, und finde, wir wollten ja eigentlich nur mal zeigen, wie eine kooperative Brücke so weit über den Atlantik, ja, tatsächlich funktioniert, weil ich immer noch darüber staune. Ja, Alexander, die Kooperation besteht darin, dass ich Wachs in deinen Fingern bin. Ich grüße dich, ja?
Cuando pierde todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz, cuando siento miedo de desvenjo, cuando cuesta mantenerse en pie, cuando se rebelan los recuerdos y me pongo contra la pared, resistiré para seguir viviendo. Benjamin, jetzt kommt Rüsselmanns Heimkehr. Theodor W. Adorno war ja nicht nur Philosoph, sondern auch ein Komponist, Schüler von Alban Berg. Und 1941 hat er etwas ganz Einfaches komponiert, das Mammut, Rüsselmanns Heimkehr in die Stadt. Was fährt denn dort auf einem Wagen und streckt den langen Rüssel aus? Was fährt denn dort auf einem Wagen und streckt den langen Rüssel aus? Es ist ein Mammut, es ist ein Mammut, es ist ein Mammut und er fährt nach Haus. Es ist ein Mammut und er fährt nach Haus, er fährt nach Haus. Benjamin, und beim nächsten Film etwas lauter den Ton. Und wir lesen jetzt das indische Poem. Und davor, nee, das lesen wir. Und ich muss dazu sagen, dass der Elefant hier traditionell unten im Vestibül hängt, ja, ist zum Motto dieser Veranstaltung geworden. Ja, das war Herr Trautsch und Sie, ja, die das eingerichtet haben. Und wir wollen mal dieses Poem, diesen Text aus Indien, ja, von Jalal al-Din Muhammad Rumi, 1207 bis 1273, das ist kurz nach Gründung der Europäischen Universitäten, ja, vorlesen, nach einer Übersetzung von Coleman Barks, ja, und wir fangen mal an. Ich hab's ja hier. Ja, bitte, lies doch.
Von weit her haben Leute einen Elefanten mitgebracht. Hier hat noch nie jemand einen Elefanten gesehen. Sie bringen ihn nachts in einen dunklen Raum. Einer nach dem anderen gehen wir ins Dunkel und kommen wieder heraus und erzählen, wie wir das Tier erfahren haben. Einer von uns hat den Rüssel zu fassen bekommen. Eine Art Regenrinnenkreatur. Eine andere, das Ohr. Ein starkes, ständig nach vorn und hinten schwankendes Fächertier. Ein anderer, das Bein. Ich finde es ganz ruhig, wie die Säule eines Tempels. Eine andere berührt die Rundung des Rückens. Ein lederner Thron. Ein anderer, der Klügste, ertastet den Stoßzahn. Ein abgerundetes Schwert aus Porzellan. Er ist stolz auf seine Beschreibung. Jeder von uns berührt eine Stelle und versteht auf diese Weise das Ganze. Die Handflächen und Finger fühlen im Dunkeln und erforschen die Wirklichkeit des Elefanten. Wenn jeder von uns ein Licht halten würde und wir zusammen hineingingen ins Dunkel, dann könnten wir ihn sehen. Und das ist eine Grundform der Kooperation, im Dunkeln sich zu mehren orientieren. Ja? Und im Dunkel des Elefanten, das ist das Motto, aber man kann auch sagen, das Dunkle im Elefanten, Benjamin, der Film. Jetzt kommt nach dem Film, kommt der Affe. Es wird jetzt etwas gebracht, hoffe ich. Ja? Hannelore Hoger hat für uns ein schönes Bild gemalt. Und zwar ein Bild von Erna, dem Affen Erna. Das ist ein das Verwandter. Das ist überhaupt nicht mein Bild. Also ja, das weiß ich doch. Affe. Das ist ein anderes Bild. Jetzt kommt erstmal das Bild von Hannelore Hoger. Erna. Und da unten ist ihre Mama. Und hier hätten wir den ersten Gorilla, der nach Europa und nach Berlin kam. Ist das nicht ein wunderbares Tier? Pungu. Schauen Sie die klugen Augen. Ja? Und starb hier am Wetter. Ja? Oder an etwas anderem. Und ich würde gerne Freiheit oder Tod mit dir zusammen lesen. Du fängst an. Das muss ich erstmal haben. Ach, hier. Am Tag nach dem Tod von Impungus, also am 14. November 1877, wurde der Leichnam dieses erst dreijährigen Kindes durch den König der Anatomen Rudolf Virchow aufgeschnitten und untersucht. Virchow galt als schnell und war nicht ohne Eitelkeit. Anfragen der Tagespresse lagen ihm vor. Sein erster Befund lautete auf Durchfall und Darmentzündung als Todesursache.
Bei einer zweiten Obduktion 5 Wochen später, die durch Zweifel eines Biologen, der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrte, ausgelöst war, ergab eine Hyalosdrüsenaffektion der Lunge, also Tuberkulose. Angestachelt vom Nachrichtenhunger der Zeitungsleute hatte Virchow es an Genauigkeit fehlen lassen. Preußens Planwirtschaft, in die das Tier geraten war, hatte ihm buchstäblich den Atem genommen. Auch die Diagnose Darmentzündung, die zunächst in den Zeitungen stand, war eine Beschönigung. Zum Todeszeitpunkt des Jungtiers bestand Darmverschluss, eine Verweigerung der inneren Organe, überhaupt weiter zu existieren. Da hilft, so der Biologe, der Virchow, den Kollegen von der anderen Fakultät kritisiert hatte, keine Aufbaunahrung, kein Lebertran, sondern nur Freiheit, die in Weiten Berlins objektiv herstellbar gewesen wäre. Ganze Treibhäuser, Wintergärten, Hallen und Parkanlagen, so der Biologe, der Virchow den Kollegen von der anderen Fakultät kritisiert hatte, keine Aufbaunahrung, kein Lebertran, sondern nur Freiheit, die in den Weiten Berlins objektiv herstellbar gewesen wäre. Ganze Treibhäuser, Wintergärten, Hallen und Parkanlagen, so der Biologe, hätten zur Verfügung gestanden, wenn man darauf verzichtet hätte, dem Publikum eine tägliche Gaudi zu verschaffen. Einer Komponistin von 1634, der Barbara Strozzi, einer hochbegabten Gräfin und Komponistin. Und Lamenti sind die Grundform der Oper und die Grundform der Musik. Ja? Und Trauer, ein Lamento, hat eigentlich die Fähigkeit, dass anschließend Leute wieder ihre Lust herstellen können. Ja? Nach jeder Beerdigung, auf der um 10 Uhr früh wirklich getrauert wird, ja, rollen um 17 Uhr die Witze. Ja. Das ist so angelegt in uns Menschen, weil wir so alt sind. Ja. Aber ohne Trauer, ja, bleibt das depressive Gefühl dauerhaft. Wir lesen jetzt: Er rettete das Liebste, was er besaß, und zugleich eine Nachhut von 12 Elefanten. Einfacher als das Entkommen aus Elefantenstellen ist das Entkommen aus Bränden im Zirkuszelt selbst. Der Herrenreiter, der in seinem Wohnwagen eine Gräfin beherbergte, die ihrer Verwandtschaft entflohen war, noch hatte sie im Zirkus keine nutzbare Kunst entwickelt, sie beglückte den Herrenreiter, entkoppelte die Elefanten bei dem Großbrand im Zirkus Patti und führte sie wie bei einer Attacke gegen das bereits brennende Außenzelt. Die Dickhäuter vertrauten dem Reiter. Für einen Kommandeur hätten sie kein Verständnis gehabt. Sie sahen aber die Bewegungsrichtung des Pferdes, die Entschlossenheit einer intakten Willenskraft. Solche Willenskräfte haben nach Ansicht von Canterbury und Professor Dr. Rupert Sheldrake, wie gesagt, gravitätische Kraft, und zwar durch alle Bahnungen des Tierreichs hindurch. Jede Anziehung, die auf einer solch morphologischen Struktur beruht, ist einfach. Jeder Widerstand gegen solche Anziehung fällt schwer. So folgten die verwirrten Elefanten dem robusten, einfachen Charisma des Herrenreiters. Es machte nichts aus, dass dieser, ein Herr von Marinetti, seine heldenhafte Tat nur vollbrachte, um der Gräfin, die er im Wohnwagen beherbergte, zu imponieren.
Er hatte sie vor sich im Sattel staffiert. Er rettete das Liebste, was er besaß, und zugleich eine Nachhut von 12 Elefanten. Was Kooperation bedeutet, kann man eigentlich sehen, wenn sie fehlt. In Kabul kürzlich war wenig Kooperation. Ja. Es gibt so viele Beispiele, wo die Zusammenarbeit fehlt. Wenn Sie nehmen im Intimbereich, ja, da geht ein Schlosser mit seiner Frau ungeschickt um und sie sagt, sei doch wenigstens so sorgfältig, wie du deine Schrauben schraubst mit mir. Und hier, was Kooperation bedeutet, sieht man dort, wo sie fehlt. Das kann man auch sehr bitter erzählen. Ein Arbeiter, das muss ich ja gucken, das ist ja alles durcheinander. Ein Arbeiter in Frankfurt am Main. Ein Arbeiter in Frankfurt am Main hatte sein Leben in einem und demselben Betrieb verbracht. Diese Fabrik wurde insolvent. Die Belegschaft wurde entlassen. Der Arbeiter besuchte eine Ärztin. Er hatte heftige Magenschmerzen, das aber schon seit längerer Zeit, nicht erst seit Schließung des Betriebs. Die Ärztin verschrieb ihm Tabletten. Ich habe die Tage meines Lebens hergegeben, sagte der Arbeiter, und als Gegenleistung erhalte ich diese Tabletten. Damit bin ich nicht einverstanden. Er soll den Kopf nicht hängen lassen, tröstete die Ärztin, auch für meinen Zorn. Auch für meinen Zorn reicht die Kraft nicht mehr, antwortete der Arbeiter. Das ist kein gerechter Tausch. Lebenszeit gegen Geld. Wenn wir sprechen von Kooperation hier in dieser Woche, dann ist das einerseits für uns eine Frage hier der Öffentlichkeit, des Ausdrucks, des Narrativs darüber. Ja? Kann man sozusagen aus verschiedenen Sprachen, verschiedenen Metiers, ja, kam quasi von allen Horizonten und Seiten darüber Bericht erstatten, sich austauschen. Das ist eine Frage der Öffentlichkeit, weil jeder Mensch macht Erfahrung. Aber ob er sie mit Selbstbewusstsein verknüpft, hängt davon ab, dass er Dialog hat, dass er sie in einer Öffentlichkeit bestätigt und ausgedruckt finden kann. Ausgedrückt. Und dieses bedeutet wiederum, wo sind die Erfahrungen hauptsächlich domiziliert? Und wir sind in den Intimbereichen ja, am stärksten und übrigens für uns selbst am unverstelltesten, offensten und überprüfbarsten. Sie sind aber auch im Bereich der Arbeit ja, ganz stark angesiedelt. Ganz wenig in den politischen Bereichen, denn die sind arbeitsteilig. Ja, es ist nicht leicht zu sagen, ja, ich kenne das, was die Bundeskanzlerin macht und könnte es auch machen. Ja, das ist also sehr unterschiedlich. Und in dieser Hinsicht gehört zur Kooperation, zur Sachlichkeit, ja, und zur Empathie. Die sind nämlich beide die Beißzangen, ja, der Kooperation. Gehört eine Menge Emotion, ja. Und die ist natürlich in den Privatbereichen, in den Liebesverhältnissen am stärksten. Und man kann, wenn man Kooperation nicht phrasenhaft nehmen will, eben in diesen intimen Beziehungen, in der Frage, will ich berührt werden in dieser Weise oder anders, ja, kann man sehr viel mehr überprüfen, was kooperativ ist, ja, als wenn man sagt, ich möchte das jetzt an den gesellschaftlichen Verhältnissen erkunden. Ja, obwohl es dort diese Riesenbedeutung hat. Und ich bitte dich einmal jetzt hier, ohne mich hier diesen Dialog zu lesen, der jetzt kommt mit kleinem Ton. Ja. Ja. Fifi, liebst du mich? Sie druckste. Ich habe etwas gefragt, beharrte er. Ich hab's gehört. Und?
Sie wollte nicht antworten. Nach einer Weile brachte Fred das Gespräch erneut auf das Thema. Würdest du sagen, dass du mich liebst? Was muss ich jetzt sagen? Du sollst etwas dazu sagen. Wozu sind wir zusammen, wenn du zu dem Kern der Angelegenheit nicht beiträgst? Aber sagen? Liebst du mich oder nicht? Dass ich dich nicht liebe, würde ich ja nicht zugeben, so wie wir hier zusammen sind. Das ist keine Antwort. Ja oder nein? Eine klare Antwort. Sie wollte Zeit gewinnen, schälte ihm einen Apfel und reichte ihm Stück für Stück. Die Frage lag ihr nicht. Liebst du mich? Sag. Sie hätte ihn gern ironisch abgefertigt und überhörte die Frage, die durch Wiederholung zweifellos nicht gewann. Da er aber ernsthaft blieb, nach einer Antwort dringlich verlangte, äußerte sie sich so. Ich kann sagen, dass ich es lieber habe, wenn du da bist, als wenn du weg bist. Wo weg? Aus meiner Umgebung weg. Wie ein Hund. Von dem würde ich das so nicht sagen, aber irgendwie anders. Ich habe Pfiffi lieber da, als dass er weg wäre. So ähnlich. Fred war innerlich verletzt. Sie aber konnte sich nicht anders äußern. Auf eine Unwahrheit, mehr oder weniger, wäre es ihr in diesem Leben nicht angekommen. Aber das Wort »Ich liebe dich« hatte eine magische Qualität. Man kann es im Leben, dachte sie, nur einmal sagen. Und bei dieser Gelegenheit würde ich, da ich ja gar nicht Mann bin, fügte sie hinzu, sicherlich aus Aberglauben, gar nichts sagen. Schon um das bisschen Liebe, das es gibt, nicht zu verscheuchen. Die Stimmlosen der Geschichte. Das muss ich erst mal suchen. Eine unbekannte Komposition Luigi Nonos aus dem Jahre 1966. 70 Kellner, die 1912 mit der Titanic untergingen, stammten aus benachbarten Dörfern in den Abruzzen. Ihre Bräute, die darauf gehofft hatten, dass diese Männer nach Auszahlung ihrer Löhne zurückkehren und sie heiraten würden, fanden sämtlich keinen Ersatz. Die Dörfer blieben kinderlos, stehen heute verwaist zwischen den Bergen. Diesen Stimmlosen der Geschichte widmete Luigi Nono 1966 sein Lamento für 12 Streicher und 12 Soprane. Trauer bezieht sich weniger auf die auf dem Meeresgrund verschollenen Kellner, als vielmehr auf das trostlose Geschick der zurückgelassenen Frauen, welchen die strenge örtliche Sitte verbot, in einer der Kreisstädte ein zweites Glück zu versuchen. Ich begrüße jetzt als zweiten Gast, ja, weil wir hier auch ein bisschen Gegensätze und Verschiedenheiten Ihnen vorführen wollen, die in dieser Woche dann eine Rolle spielt. Eva Horn, Germanistin aus Wien, ja, sehr viele Bücher, ich war gestaunt. Ja, wir lesen jetzt hier Industrieruine liegen geblieben auf dem Weg der Investoren. Ein Pulk von 22 US-Pensionsfonds hatte mit Bewilligung der chinesischen Behörden in einer der Sonderwirtschaftszonen nordwestlich von Shanghai, es war in der Zeit des beginnenden Booms, eine Industrieanlage hochgezogen und eine Zeit lang betrieben.
Dann hatten diese Fonds ihr Kapital umdisponiert und in Indien neu angelegt. Die lokale Produktionsanlage in China wurde zur Ruine. Bitte, 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 bitte. Wir passen auf. Okay, soll ich weiter? Ist wie in der Schule, ja? Also, wenn man schwatzt, genau. Wenn man schwatzt, dann verpasst man seinen Einsatz. Lehrer auf, ja? Wir waren nur beim nächsten Stück und haben uns kurz verständigt, ob mit Musik oder ohne Musik. Aber ich mache weiter, okay. Ja. Ach, ich war dran. Ja, genau. Der Sohn jenes Funktionärs, der für die vertrauensselige Zulassung der fremden Investoren verantwortlich gemacht und hart bestraft wurde, in der Haft nahm der Vater sich das Leben, ist heute Vorsitzender eines Ausschusses in der Volksversammlung der Republik China. Er ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass sich der Vorgang nicht wiederholt. Gewaltgeburt in höchster Not, wenn Sie beginnen. Wir, zwei deutsche Frauenärzte, Koryphäen, wurden im Herbst 1945 zu einem Konsilium in das Hauptquartier der Roten Armee bei Berlin gerufen. Mit raschen Fahrzeugen bringt man uns zum Ort. Äußerlich hat es den Anschein einer Verhaftung. Eine Gruppe russischer Ärzte, ergänzt um Offiziere und Geheimdienstler, umstand das Wochenbett der Frau, eines der höheren Kommandanten, einer Riesin. Das Kind, das in ihr ruhte, schien ebenfalls ein Riese. Schon seit Stunden stand die Geburt still. Keiner wusste weiter. Die Haltung der russischen Umgebung war drohend. Wir hatten den Eindruck, uns würde es nicht bekommen, wenn wir scheiterten. Das Konsilium riet zu einer Zange. Ich bekam das Kind zu fassen. Und obwohl wir Frauenärzte Experten der Feinsteuerung sind, zog ich auch irritiert von den umstehenden Russen mit meinem ganzen Körpergewicht gewaltsam ein zehnpfündiges Kind in die Welt. Frei von Schädigungen, rosig durchblutet und sofort durchatmend. Wodka in Massen, Umarmungen, Hammel auf großen Tabletts. Noch die Reste andern Tags, ein Stillleben. Dass der Prinz inzwischen die Lippe... Wo waren wir? Ach nee, das war ja fertig. Ja, das war fertig. Genau. Der Unterschied zwischen reparieren und heilen. Ja? In sehr alter Zeit, etwa 1000 vor Christus, er war in Lebensgefahr, das wusste er. Er konnte nicht aus dem Haus gehen und versuchen, in der Nacht zu entkommen. Die Reiter des Fürsten hätten ihn eingeholt. Am Bett des fiebernden Prinzen konnte er wenig tun. Ihm war klar, dass der Fürst nicht dulden würde, dass ihm dieses Kind starb. Hauptsächlich war der Arzt mit der Abwehr zudringlicher Rivalen beschäftigt, deren Tinkturen und Vorschläge für eine Operation den Prinzen mit Gewissheit umgebracht hätten. Ihm selbst, dem berühmten Mann, blieb nichts übrig, als zu warten. Durch nichts konnte der Arzt im Fall der Seuche, um die es sich handelte, den Zustand des Kindes vor der Erkrankung wiederherstellen. Das Kind wäre, wenn es überlebte, ein anderes Kind und seine Haut trüge Spuren. Helfen könnten nur die Kräfte in diesem Kind selbst. Seine Sache war es, unter Einsatz seines Lebens, dem Jungen Zeit zu verschaffen. Keine Besuche, keine Störung, weil etwa die Eltern nachsehen wollten, wie es dem Kinde ging. Keine Störung durch Zugluft oder eilfertige Diener. Nur Zeit hilft. Um sie zu verlängern, dienten der Schwamm mit Essig und etwas Nahrung zum Lutschen. Dass der Prinz inzwischen die Lippen öffnete, wenn etwas Leckeres kam, erfüllte den Arzt mit Hoffnung. Im Palast war er der Einzige, der genügend ärztliches Wissen besaß, um zu beurteilen, was alles nicht getan werden sollte. Sehen Sie, das ist die ärztliche Kunst. Sie hat meine ganz große Zuneigung und ich wollte immer Arzt werden. Ja? War Numerus Clausus, ja, damals, ja, als ich mit meinem Abitur fertig war. Aber dass wir immer nur von Künsten sprechen, mit beim Malen, Musik machen,
erzählen und so weiter, was ich gewiss auch schätze, unterschätzt, dass in der Liebe und in der ärztlichen Kunst, ja, wir richtig eigentlich durchtrainierte Traditionen, ja, der Kooperation haben, ja, zwischen Arzt und Patient. Und wenn hier die Sirenen schweigen, wie wir vorhin gehört haben, und der Arzt sich des falschen Eingriffs enthält, ja, dann verdient das größte Achtung. Ja. Ich weiß, was ich nichts weiß, sagt der Sokrates. Ja. Und da, wo ich warten muss, dass die Natur sich selbst hilft, greife ich nicht mit der Pharmazie ein. Ja. Das ist eine ganz kühne und sehr selbstbewusste ärztliche Kunst. Ja. Also wir wollen so in der Woche, soweit wir können, ja, eben das, wovon wir sprechen, der Kooperation, auf alles, was der Mensch kann, ja, nicht ausdehnen. Ja. Und empfinden kann er kann heilen, ja, er kann vorsorgen, er kann eben, wie gesagt, Empathie ausüben und praktizieren. Ja. Und er kann außerdem noch sich daneben stellen und kühl sein und sachlich sein. Das ist die höchste Form der Emotion, wenn er das am richtigen Ort zustande bringt. Ja? Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, da werden wir morgen drüber sprechen, morgen früh, ja, über Trauer. Ja? Wenn Sie das mal ganz kurz erläutern. Also vielleicht noch ein Zusatz zu der Frage der Kooperation oder was sind Inbegriffe der Kooperation. Einen hatten wir hier, das ist Musik. Musik ist wortlose Kooperation, zuwarten, bis man dran ist, in einen Gleichklang fallen, in einen gleichen Rhythmus verfallen. Ich finde, das ist vielleicht neben dem Sex, den Sie erwähnt haben, die eigentlich perfekte Form der Kooperation ohne Gedanken, ohne Worte, einfach dieser Einklang. Mein Buch über Trauer, ich bin jetzt etwas überrascht, ich dachte, es gibt viel, viel jüngere Bücher von mir und die vielleicht sogar auch mehr so zur Zeit passen. Ich habe ein Buch über Katastrophen geschrieben, aber mein Buch über Trauer ist eigentlich der Versuch, ein Problem zu beschreiben, im Moment seines Auftauchens, das gleichzeitig ein Verschwinden ist, nämlich die Frage, wie die Kulturen in Europa vor, sagen wir, 1800 mit Trauer, mit Verlust umgegangen sind. Wir hatten hier gerade eben dieses Lamento und die Frage, wie man Trauer sozusagen auch verstärkt durch eine bestimmte musikalische Stimmung oder durch bestimmte Texte. Und um 1800 fangen die Friedhöfe an, aus den Städten ausgelagert zu werden, vordergründig aus Hygienegründen. Die Toten oder die Sterbenden verschwinden aus den Privathäusern. Und es taucht eigentlich in dem Moment erst etwas auf, was man diese endlose Trauer nennen kann, die wir in der Moderne eigentlich mit dem Begriff verbinden, dass man also gar nicht hinwegkommt über einen Verlust, dass man nicht aufhören kann zu trauern. Davon handelt dieses Buch. Soll ich vielleicht weiterreden? Habe ich schon gesehen. Ja. Und ich bin bei der Vorbereitung. Es wartet nämlich in der Warteschleife Ben Lerner, ein Autor, ein ganz großer Autor und ein Weggefährte von mir literarisch, in New York, ja, und will zu uns sprechen. Und da wir sozusagen hier bei der Zeit angekommen sind, ja, würde ich den als Gast gerne empfangen und dann machen wir wieder weiter. Ja? Und das erkundet sie gerade und deswegen habe ich hier geflüstert. Aber mich hat ihr Buch eben, das ist ja ein dickes, ja, das hat mich sehr angerührt. Und öffentliche Orte, in denen man gemeinsam Trauer ausüben kann, ja, wie zum Beispiel Opernhäuser, ja, nicht? Aber nicht nur. Ich gehe nicht nur in die Kirche, um zu trauern, ja, sondern auch die Opernhäuser sind Tempel der Ernsthaftigkeit, ja, der Besinnung, das würde ich nicht unterschreiben, und der Trauer, die zugelassen wird, ja, weil die Musik ermöglicht, dass ich mich einem Gefühl stärker anvertrauen kann, ja,
als der Umgangston im normalen Verkehr. Und eine Buchhaltung würde gar nicht trauern können, so richtig. Ja? Ja, die Frage ist, ist das Trauer, das, was ich mit Trauer meine, ist natürlich Verlusttrauer. Ja. Was wir in der Oper haben, ist ja eigentlich Leidenschaften. Also unser Herz bricht in Madame Butterfly oder in bestimmten unglaublich intensiven Situationen, die in der Oper inszeniert und hervorgerufen werden, durchleben wir das, was wir selber auch durchlebt haben. Ja, wir weinen über unsere eigenen verlorenen oder enttäuschten Lieben und das ist Traurigkeit, vielleicht nicht unbedingt Trauer, oder? Also wenn in Rigoletto diese Gilda da liegt, und ich habe das mal gesehen, da hatten die in den Sack, wo die Tote dem Vater überreicht wird von dem Sparafuschi, dem Söldnermörder. Ja? Und da waren zwei Kinder reingesetzt, zwei Schülerinnen. Ja, weil die Sängerin war nicht bereit, in den Sack zu kriechen. Ja? Und das war so anrührend, ja? Weil man dachte, wenn diese jetzt sterben würden, das sind die Kindertotenlieder von Mahler. Ja? Und deswegen glaube ich schon, dass nicht in der Hauptsache, da spielen die Leidenschaften, auch die Irrtümer, auch die Dolche und Schwerter, ja, eine große Rolle. Aber neben diesem Mord gibt es dann diese Momente, der Lamenti, der kurzen Trauer, ja, zum Beispiel in Figaros Hochzeit gibt es eine ganz kurze Szene, die dramaturgisch überhaupt nicht zu erklären ist. Da ist ein junges Mädchen, das hat seine Nähnadel verloren. Vielleicht die Metapher dafür, dass er entjungfert wurde vom Grafen. Ja? Und sie sucht jetzt nach der Nadel und kann sie nicht finden im Dunkeln. Ja? Das ist fast unser Elefant. Ja? Und das hat eine so hinreißende, traurige Melodie, ja? Nicht? Dass ich die gesamte übrige Oper eintauschen würde, was ich Gott sei Dank nicht muss. Ja? Aber so etwa denke ich, dass in der Oper doch die Fähigkeit zu trauern, ja, mit enthalten ist. Die ist in der Mathematik weniger vorhanden, ja? Obwohl das auch eine Sprache ist. Ja? Nicht? Und es ist sogar die Sprache des Kosmos. Ja? Nicht? Und die Ausdehnung des Narrativen, dass man die Göttinger Mathematik genauso ernst nimmt, ja, wie die Kindertotenlieder von Mahler, ja, wie die Narrationen, ja, in der Literatur, aber auch die der Zeitgeschichte und der Kunst. Das ist etwas, wenn wir das verbreiten, dann haben wir eine Öffentlichkeit, die interessant ist, ja. Sie war aber um 1802 deutlicher vorhanden als heute. Und das fordert Arbeit, nicht? Und wenn so ein Abend hier das etwas ein bisschen, diese Pflänzchen der Neugierde, ja, die in diese Richtung gehen, etwas bewässert, ja, dann finde ich, ist es eine gelungene Sache. Mit Musik, ohne Musik, mit doppelter Musik. Ja? Und jetzt würde ich gerne wissen, der Ben Lerner schon... Hallo, ist Ben Lerner schon? Ja, aber die Texte sind noch gut. Wir suchen noch die Texte. Ja, aber ich würde so sagen, dann könnte man das Eingangslied, ja, für die nächste Szene jetzt schon mit Lilith vorwegnehmen. Das wäre Rabosci, nee, welches? Stenkerhasen. Machen wir, ja. In den Wellen hinter Inseln ziehen Kähne malerisch, fangen leis an aufzuwachen, wang ist jedes Angesicht. Stenka Rasin vorn als erster, selig in der Trunkenheit, hält im Arm die Prinzessin, die eben erst befreit. Plötzlich tönt ein Dumpfgemurre, er verrät uns um ein Weib. All der seinen Glück vergisst er, um wir ringen Zeitvertreib. Wolga, Wolga, Mutter Wolga, ruhig fließest du dahin,
ahnst nicht, wie ein Dämm-Kosake fürchterliches hat im Sinn. Vorn als erst das Denker-Rasin hebt das Weib in wilder Wut. Wolga, Wolga, nimm ein Opfer und er wirft sie in die Flut. Und er sieht sie untergehen, hört noch ihren Jammerschrei. Stirb als Opfer meiner Treue, Stenkarasi, er ist frei. Und die Kähne ziehen weiter, und die Kähne ziehen fort, und die Wolke fließt weiter über diesen Schreckensort. Da ist es. Wir haben es. Und wenn wir, Benjamin, haben Sie den Ben Lerner? Haben wir den Ben Lerner? Noch nicht. Wir sind ohne weiteres in der Lage, hier weiter fortzufahren. Ja? Wenn Ben Lerner kommt und auf in der Leitung ist, kriege ich eine kurze Mitteilung, ein Zeichen. Ich würde dann bitten, dass wir einmal den Film zeigen, eine Trümmerfrau, die ihren Mann reparierte. Sie entsinnen sich ja alle noch 1946, 1945, wie diese Trümmer der Städte, ja, von Frauenbrigaden, ja, wurden die Backsteine, ja, gesammelt, geputzt und zu Barrikaden für den Neubau, ja, aufgerichtet. Ja. Und dann kommen Männer von der Front nach Hause. Die waren 1939 ausgezogen auf stolzen Rossen. Ja, nicht? Also hochmütig geradezu. Ja. Jetzt kommen sie ohne viel Selbstbewusstsein zurück. Ja. Und das ist etwas, was man durchaus noch einmal memorieren muss. Ja. Wie die aus der Rippe Evas, ja, wieder restauriert wurden, wie die Backsteine. Ja, und das wollen wir einmal Benjamin vorführen. Und danach kommt das dieses. Ich gehe mal wieder hier rauf. Oh, ich weiß noch, wie mein Heini kam von Krieg zurück. Das wäre schon fürchterlich, nicht? Mit dem will ja gar nichts mehr tun. Muss repariert werden. Ja, dem wird so ein Auto, muss man den reparieren. Nicht? Da muss man wieder so langsam, ganz mit nichts Lautes, konnte nicht in ein normales Bett slopen. Ja? Man konnte nur so auf den Stein, er wollte schon auf dem Fußboden wollte ich slopen. Da scheint das Mogen, ja. Muss man erstmal hätte ich gern waschen. Ne. Ich muss Jümmers waschen, jeden Abend. Ne. Das fand er ganz gut. Warm wurde. Und dann, ich konnte auch gar nicht so richtig mehr so Bratkartoffeln wohl er nicht gehen. Das wäre ihm zu viel. Und so komm ich so, die Augen so groß. Ich habe ihn gar nicht wieder erkannt. Also, Selbstbewusstsein, ja? Das ist auch wieder zusammengefügt. Ja, wie. Und dann gar nichts mehr wäre da. Nicht? Von Ass. Ich habe ja schon
starken Vater wie ihn, nicht? Einen starken Mann und ein Kind. Und nun sehen die Kinder, wo er groß geworden ist, und dann sehen sie den Vater so nackt und er hat gar kein Selbstvertrauen und kein Selbstbewusstsein mehr. Und das sitzt da immer und hat immer so gegen. Und es war was. Hat dauert und dauert. Und ich ganz vorsichtig immer. Und ich habe ja auch ein paar Zigaretten vor ihm. Und dann hätte ich, das wäre gut. Ich habe schon immer die Kippen gesammelt, kein Tabak. Und dann habe ich ihm das so, hätte ich das so gemocht und dann so eine Zigarette wäre gut. Sieh sie so. Wäre schon einen fürchterlichen Anblick. Aber so langsam habe ich ihn wieder hinkriegen. Habe ich ihn abhebbelt und habe ich ihm Bohnenkaffee organisiert. Mache ich auch so gern. Bohnenkaffee. Und naja, und wenn ich dann natürlich. Aber er hat schon gar nichts erzählt. Nichts hätte er erzählt. Ne? Nichts, gar nichts. Von den Kriechen, ich habe schon immer mal ein bisschen. Sag doch mal, was wäre und was hast du denn nur eins? Nee, er hat nichts echt. Ja. Manchmal so in Slop, ja, wenn er hätte so. So geschrien halt manchmal. Ja. Nicht so einfach. Frauen müssen ihre Männer reparieren. Ja, Frauen müssen ihre Männer reparieren. Das ist die Überschrift von diesem Kapitel.